Moin zusammen, Fennec hier. Ihr habt Probleme mit dem gehärteten Kushala Daora in der Quest im Angesicht des Sturms und benötigt ein paar Tipps, um diesen sicher schaffen zu können? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich habe 5 Tipps für euch, die den Kampf gegen den Tempered Kushala Daora erleichtern werden. Am Ende des Videos zeige ich euch noch ein Bild, mit dem ihr einfach und sicher den gehärteten Kushala Daora schaffen könnt. Fangen wir also an. Tipp Nummer 1. Kushala ist gegen Gift extrem anfällig. Um den ersten Giftstatus zu triggern, müsst ihr lediglich 100 Giftschaden an ihm anwenden, um danach über 25 Sekunden 500 Giftschaden auszuwirken. Nehmt also eine Giftwaffe oder Giftbomben mit, um diese Schwäche ausnutzen zu können. Tipp Nummer 2. Nicht nur gegen Gift ist Kushala anfällig, auch Betäubung macht ihn ziemlich zu schaffen. Der Tipp hier also, baut euch ein Bild entweder rund um die Frosthauer-Rüstung, um das Lema-Geheimnis mitzunehmen, oder ein Deto-Bild. Habt ihr eines der beiden Builds dabei, wird Kushala sehr oft am Boden liegen und ihr habt große Damage-Uptime. Tipp Nummer 3. Habt ihr Probleme mit den Windstößen Kushalas, nehmt die Fähigkeit Windsicher mit. Ist diese ausgebaut, müsst ihr euch um das Zurückstoßen durch Kushalas Wind nicht mehr so viele Sorgen machen. Beachtet aber, Schaden bekommt ihr dennoch und durchs Zentrum des großen Sturms könnt ihr nicht laufen. Habt ihr keinen Platz für Windsicher, könnt ihr auch ein Jagdhorn mit den Melodien Winddruck negiert und jeden Winddruck negiert mitnehmen. Das Jagdhorn funktioniert auch prima mit dem Lema-Geheimnis aus Tipp 2. Tipp Nummer 4. Spielt ihr alleine und wollt nicht ständig im Fokus Kushalas sein? Nehmt euren Palico mit und gebt ihm die Schildspitze. Ist das Palico-Gadget voll ausgebaut, stellt er seine Schildattrappe auf, die dann die Aggro von Kushala anzieht. So könnt ihr euch mehr auf eure eigenen Angriffe konzentrieren und müsst euch nicht ständig Sorgen um Kushala machen. Tipp Nummer 5. Ihr erinnert euch an Tipp 2? Um das Betäuben zu erleichtern, nehmt die Essensfähigkeit Feline Schläger mit. Das war's mit den 5 Tipps zum Kampf gegen den gehärteten Kushala Daora aus der Meisterrang Event Quest im Angesicht des Sturms. Ich hoffe, die Tipps helfen euch. Denkt dran, die Quest ist noch bis zum 18.09. um 1.59 Uhr nachts verfügbar. Gut, dann schauen wir uns noch schnell das Counterbild an, mit dem ihr Kushala ohne größere Probleme schaffen solltet. Und zwar ist das eine abgewandelte Form vom Deto-Bild, welches Paula mir im Zuge der Videoreihe Eure Builds im Monster Hunter World Iceborne zugesendet hatte. Da haben wir den Dämonenfürst Bestiensprenger mit 4x Rückstoßdämpfer und einem Schild als Umbauten. Den Brachidium Helm Alpha mit Schild, Knockout und Schutzjuwel. Die Brachidium-Panzerung Beta mit dem Knockout-Schutzjuwel 4, Eisenmauer und Artilleriejuwel. Die Brachidium-Armschienen Beta mit Resistor-Freisetzungsjuwel 4 und Wegsteck-Freisetzungsjuwel 4. Den Brachidium-Hüftschutz Alpha mit einem Freisetzungsjuwel. Und die Götterfußschutz Beta mit einem Artilleriejuwel 4 und einem Eisenmauerjuwel 4. Zu guter Letzt noch den Rasiermesser-Talisman. Mit diesem Bild solltet ihr problemlos Kushala schaffen können. In einem Run gegen Kushala hatte ich neben der Deto-Munition noch Cluster-Munition mitgenommen, um in den Knockout-Phasen Kushala mit Cluster-Muni beschießen zu können. Gut, dann habt noch einen schönen Tag, viel Erfolg bei der Quest und bis morgen. Tschüss!